schon wieder? Du solltest außerhalb der Essenszeiten nicht so in der Kantine herumstromern. Da sind schon die merkwürdigsten Unfälle passiert. Und für fast alle habe ich ein Alibi. Ich liebe es einfach, wie auch die normale Stimme finde ich auch wirklich so genial. Ich würde sagen, wir nehmen den Part Hunger für Seneca und danach stellen wir wieder auf Gronkh, weil ich nichts gegen Seneca, aber ich, also Gronkh, ja, schön. Also Gronkh sagt mir einfach mehr, weil er auch ein Let's Player ist. Wie gesagt, durch ihn sitze ich heute hier. Wegen ihm sitze ich heute hier und spiele Herbes Neue Augen. Nur wegen diesem einen Menschen. Danke dir, Gronkh. Und ja, würde ich sagen, fangen wir doch mal mit dem Dialog an. Du, bevor du wieder nach Essen fragst. Es ist jetzt schon Stunden her, dass meine Finger ein Einwegglas in der Hand hatten. In dieser Phase werden meine Hände immer leicht nervös. Sie knacken alles, was ihnen in die Finger kommt. Kinderbeinchen. Kinderärmchen, ich habe sie einfach nicht unter Kontrolle. Aber wenn ich jetzt Seneca und Gronkh vergleiche, muss ich sagen, dass Seneca, hallo Escape, dass Seneca die bessere Rolle als Sprecherin gemacht hat, finde ich. Ich meine, ja klar, Gronkh hat einen ziemlich großen Bekanntheitsgrad, vor allem auch unter den Gamern und auch unter den YouTubern, aber ich finde, die hat schon gut gemacht. Was ich auch noch erwähnen wollte, das habe ich ganz vergessen, mache ich nochmal kurz, auch wie genial hier Gronkh, ich gehe mal davon aus, dass es Poki war, wie genial hier Gronkh vom Poki gezeichnet wurde. Also sieht richtig, sieht aus wie sein Avatar halt, auf YouTube, kennt man ja wahrscheinlich. Und weiter geht's, wieder mit Gronkh. Du schon, du da und für... So, dann hören wir uns doch nochmal Hunger in der Gronkh-Version an. Du... Bevor du wieder nach Essen fragst, es ist jetzt schon Stunden her, dass meine Finger ein Einwegglas in der Hand hatten. In dieser Phase werden meine Hände immer leicht nervös. Sie knacken alles, was ihnen in die Finger kommt. Kinderbeinchen, Kinderärmchen. Ich habe sie einfach nicht unter Kontrolle. Ach ja, aber ich krieg bei Gronkh immer den größeren Lachanfall. Machen wir weiter mit der Essen, mit dem Essen für die Katze. Was denn jetzt noch? Muss ich es dir mit Handpuppen erklären? Die ja. Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Und das Einzige, was ich heute noch zubereiten werde, ist das Futter für die Katze der Oberen und das Essen für die Oberen selbst. Das heißt, ich würde, aber mein Messer ist verschwunden. Außerdem ist der Ofen im Keller mal wieder ausgegangen. Ich könnte also eh nicht kochen. Das Wichtigste ist allerdings, dass mir die Obere noch ein Rezept zukommen lassen wollte. Du hast es nicht zufällig dabei, oder? Nein, ich habe leider kein Rezept. Kein Rezept? Tja, dann hast du ja wohl auch nichts weiter verloren. Manu, und der Ofen läuft auch noch nicht. Kannst du mir da helfen, lieber Gronkh? Oh, lieber Boris, sorry. Ach, vergiss das Rezept einfach. Solange der Ofen im Keller nicht läuft, kann ich eh kein Essen zubereiten. Kann ich das Essen eh nicht zubereiten? Ah, wieder ein kleiner Fehler, Gronkh, da hast du falsch gesprochen. Da hat er falsch abgelesen. Er hat sich künstlerische Freiheit erlaubt. Das geht nicht. Gib dir keine Mühe! Ohne mein Messer werde ich das Essen sowieso nicht zubereiten können! Wenn ich das Kind erwische, das mein Messer geklaut hat, das wird sich wundern, was man damit alles anstellen kann! Mann, ich habe mir gedacht, Gronkh wäre ein lieblicher Freund, ein freundlicher, netter und sympathischer Let's Player. Und jetzt sowas. Ich habe richtig Angst vor ihm. Ich glaube, ich muss ihn deabonnieren. Mal gucken. Was ist? Warum starrst du mich an? Was hast du ja überhaupt außerhalb der Essenszeiten verloren? Was ich hier verloren habe, weiß ich. Haftstrafe ausgesetzt wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit. 10 Jahre gemeinnützige Arbeit auf Bewährung. Bla, 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 bla. Willst du das wirklich hören? Ja, ja. Tja, die Oberin wollte das auch nicht. Und solange sie dich direkt danach fragt... Ich liebe es. Ja, auf jeden Fall. Wann hat man mit dir zu reden, Gronkh? Man sieht sich bestimmt wieder und ja, wir können noch mit der Oberin reden. Die Oberin trank einen Beruhigungstee. Vielleicht sollte sie die Marke wechseln. Ja, wäre vielleicht besser, weil... Mal gucken, wie beruhigt sie ist. Wir reden mal mit ihr. Vielleicht ist sie ja doch ganz ruhig. Testen wir es mal. Was schleichst du hier rum? Fütter die Katze. Oder bist du damit etwa schon fertig? Nein. Dachte ich's mir doch. Langsam vergeht mir die Lust, euch Kinder ständig an die richtigen Werte zu erinnern. Schau dir doch einfach die Stickerei dort an der Wand an. Dort sind alle wichtigen Tugenden abgebildet. Überlegenheit, Stärke und Selbstbeherrschung.
Ich war selbst. Da Selbstbeherrschung fehlt. Da denkst du, ich bin blind? Überventilier, Sternchen. Geh jetzt. Ich muss meinen Beruhigungstee trinken. Wenn du im Klassenzimmer vorbeikommst, erinnere Birgit daran, dass sie sich mit der Stickerei beeilen soll. Wenn das Selbstbeherrschungsmotiv nicht heute noch fertig wird, platzt mir wirklich der Kragen. Ach ja, wie ruhig sie auch durch diesen Beruhigungstee wird. Edna hatte immer ein paar gute Witze über Bananen parat. Aber da Lilly ein braves Kind war, hatte sie keinen davon verstanden. Oh Leute, wann hört diese sinnlose Assoziation von Bananen und Penissen endlich auf? Warum haben sie damals nicht irgendetwas anderes für den Sexualunterricht genommen? Sexualkundeunterricht. Bananen, Gurken, Zucchini, alles wird immer mit männlichen Gliedern assoziiert. Und ich möchte hier heute ein Veto dagegen einlegen. Helft mir dabei und ich höre jetzt auf damit. Und nimm einfach mal eine Banane in die Hand. Lilly mochte Äpfel. Sie waren gesund und gelegentlich fand man einen Wurm. Die hörten wenigstens zu, wenn man mit ihnen sprach. Oh, Lilly hat echt Probleme. Heute waren die Kokosnüsse ruhig. Das machte aber nichts. Lilly wusste mittlerweile genug über Schrumpfköpfe. Ja, okay. Ich hätte Bock, den Tee zu trinken. Das soll ja so beruhigend wirken. Und wir haben ja hier ein paar neue Items. Nee, Spaß, ich probiere jetzt nicht alles aus. Das wäre zu viel Arbeit. Wir haben ja schon ein... Allerdings gefunden, einen Insider mit dem Murmelpresslufammer war's. Gehen wir doch mal zur Kapelle. Danke, lieber Poki, dass du das richtig gescriptet hast. Ah, nee, er hat ja gar nicht gescriptet, er hat nur gezeichnet. Nanu, wo war so. Garrett denn hin? Die Kapelle hatte doch gar keinen zweiten Ausgang. Oh, diese Musik. Die kennen wir schon von Eponia, die wurde nämlich auch mal verwendet. Und zwar in dem Moment, wo wir... Oh, wie hieß denn der alte Knabe? Nein, Bonzo, was? Bonzo, ja doch, wo wir in Bonzo die Kaffeemaschine gemacht haben für den Espresso. Und ich würde sagen, ich blende diese Stelle jetzt... Okay. Oh Gott. Oh mein Gott. Das wird alles explodieren. Oh nein. Heilige Kacke. Das Bild wackelt. Oh Gott. Ich sehe nicht. Ich hab White. Und das sind wir wieder zurück. Ich hoffe, euch hat den kleinen Ausflug in Deponia gefallen. Ich finde es auch echt cool, wie Poki theoretisch wirklich alle seine Projekte in einer gewissen Verbindung hält. Ich bin echt mal gespannt, was uns bei Goodbye Deponia noch erwarten wird. Mir fällt gerade übrigens auch schon spontan ein Easter Egg aus Chaos auf Deponia ein, aber dazu dann später, wenn wir dieses Spiel irgendwann mal let's playen mehr. Aber jetzt sind wir hier bei Harvey. Frank war voll und ganz mit den Bodenplatten beschäftigt. Aha, reden wir doch mal mit dem Frankosen. Warte. Wait. Nein, nichts. Ich dachte, ich hätte ein Resonanzecho im Fußboden gehört. Und wo ein Resonanzecho im Fußboden ist, da kann auch der Hohlraum nicht weit sein. Eine Grabkammer oder ein versteckter Billardsalon für unverschämt gut frisierte Tempelritter. Da fragst du völlig zu Recht, was treiben Tempelritter in einem Billardsalon? Nur eines von unzähligen Geheimnissen, das die Tempelritter umgab. Wo kamen sie her? Wo gingen sie hin? Haben sie für die Strecke ein Gruppensparticket bekommen? Und wer war ihr Friseur? Die Antwort auf all diese Fragen ist dieselbe. Die große Kirchenverschwörung. Und die Beweise, so viel steht fest, befinden sich unter diesen Bodenplatten hier. Wenn ich doch nur das geeignete Werkzeug hätte, um sie zu lüften. Lüften. Meine Frage... Wie viele und wer nimmt bitte alles Drogen in diesem Kloster? Und was? Ich will wissen, was ich... Ich will auch dieses Gefühl haben. Was nehmen die? Ich... Es sind einfach alles so crazy. Reden wir erstmal über den Kerl. Psst, gerade mal. Na toll, wenn es gerade einen Erdrutsch in den unterirdischen Grabkammern der Tempelritter gab
dann habe ich ihn jetzt verpasst. Wie zum Teufel soll man denn hier seinen Kirchenverschwörungen auf die Schliche kommen, wenn man in einer Tour gestört wird? Allein dieses ständige Gebeichte geht mir schon auf den Keks. Aber im Gegensatz zu dir sind das regelrechte Leisetreter. Keine Ahnung, wer das im Einzelnen ist. Die verkriechen sich im Beichtstuhl und kommen nur raus, wenn es ihnen zu laut wird. Sobald ich also das passende Werkzeug für meine Ausgrabungen gefunden habe, ist damit sowieso Schluss. Kann es sein, dass Gary den Beichtstuhl ist? Na, reden wir mal weiter über die große Kirchenverschwörung. Klingt authentisch. Total. Hust, hust. Es tut mir leid, Lilly, aber ich habe wirklich kein Interesse an Smalltalk. Mich interessieren nur Kirchenverschwörungen. Darüber gibt es eine Menge zu erzählen. Aber leider ist das meiste geheim. Und ohne das richtige Werkzeug kann ich das Geheimnis auch nicht lüften. Also entweder gehst du und holst mir das passende Werkzeug oder du gehst einfach nur. Das wäre mir auch recht. Mein Frankos, ich habe noch dir das richtige Werkzeug dabei. Das kriegst du auch gleich. Denn ich habe das Werkzeug dabei. Darum bin ich mal so frei und ich höre sofort auf und wette keine Ahnung. Du zerstörst die heilige Illumineszenz der Bodenplatten. Und wenn sie ihre Illumineszenz verlieren, dann sind sie garantiert nicht mehr in der Stimmung, ihr Geheimnis zu verraten. Und dass sie ein Geheimnis haben, steht wohl außer Frage. Ich erkenne Tempelritter-Symbole, wenn ich welche sehe. Und wo Tempelritter sind, da kann die geheime Grabkammer mit Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung nicht weit sein. Wenn ich doch nur ein geeignetes Werkzeug hätte, um sie aufzubohren, dann müsste ich nur noch wissen, unter welcher Platte ich zu bohren hätte. Und hätte die Kirchenverschwörung am Schlafittchen, falls es sich um eine mit Schlafittchen handelt. Es gibt sie nämlich mit und ohne. Lilly war beeindruckt. Alles, was Frank sagte, ergab einen Sinn. Keinen Sinn. Überhaupt gar keinen Sinn. Ich bin gespannt, wie sich Poki aus der tollen Sache mit dem Frankosen hier, ja, das war das Running Gag, wieder rausredet. Poki, was hast du dir gedacht, als du diese Textzeilen geschrieben hast? Danke für die Erklärung. Nach dem Abschluss von Edna bricht aus, muss ich sagen, war ich der unumstößlichen Meinung, ich habe mein gespaltenes Verhältnis zur Religiosität noch nicht ausreichend zur Schau gestellt und darum, also nicht nur darum, aber auch darum, spielt Harveys neue Augen zum Teil eben in einer Klosterschule und was wäre eine Klosterschule ohne Kapelle? Und ja, besonders der oft benutzte Beichtstuhl links vorne im Bild gibt natürlich nicht nur einige Rätsel auf, sondern auch ausreichend Gelegenheit, nochmal zu demonstrieren, dass Lilly so einiges zu beichten hat. Und besonders schön finde ich die Stellen, wo sie im Beichtstuhl verschwindet und einfach nur murmelt. Des Weiteren ist natürlich das wackelige Kreuz, ein sehr hübsches Symbol, das hier im Hintergrund umgedeutet wird sozusagen. Ein kleines Insider-Wissen hier an dieser Stelle. Geil. Und zwar der Frank, der Frankose. Übrigens auch von René benannt wurde. Alle Namen, die halt irgendwie noch viel zu gewöhnlich klingen, die hat sich René einfallen lassen als Platzhalter. Und wir sind nie dazu gekommen, zusammen diese Namen auszutauschen durch tatsächliche echte Namen, wie sie in einem unserer Spiele vorkommen, wie Freeman. Also viel naheliegendere Namen, die wir halt normalerweise benutzen. Stattdessen haben wir hier noch einen Frank und eine Birgit. Aber der Frank, der wird tatsächlich gesprochen von einem ganz neu entdeckten Sprachtalent von uns. Und zwar dem guten Gunnar Gunman Bergmann, der eben nicht nur hinter dem Mikrofon für euch steht, bei etlichen Spielen mittlerweile, weil er unglaublich variantenreich ist und großartiger, begabter Sprecher. Nein! Er leitet bei Harveys Neue Augen unsere Animationsabteilung, denn so ist er überhaupt zur Firma gekommen, als Animator und er ist schon seit Ewigkeiten bei The Dalek mit dabei, in vorderster Front der Animatorenriege, bei Harveys Neue Augen das erste Mal in leitender Position. Hier hatte er die undankbare Aufgabe, den Animatoren beizubringen, wie man hässlich animiert, denn die Vorlage war ja meine Animation, die ich halt in Edna bricht aus alle noch selbst machen musste und meine sehr vereinfachten Figuren. Ja, da mussten einige Animatoren ihre großen künstlerischen Begabungen weit zurückschrauben, um halt diese wenig geframten Edna bricht aus Animationen hinzubekommen. Es ist nicht überall geglückt. An manchen Stellen sind die Animationen noch viel, viel zu gut und flüssig.
Gott, viel zu gute Arbeit habt ihr hier geleistet. Viel zu gute Arbeit. Merke ich auch, ich nehme hier teilweise nur mit 30 Frames auf, weil das Game anscheinend nicht mehr braucht, was ich bei meinen Augen nicht erwartet hätte. Ja, ne, so schlecht zu zeichnen können wie Poki ist eine Kunst. Das ist echt eine Kunst, so schlechte Arbeit zu leisten wie der liebe Poki. Kann man auch in Hammers neue Augen sehen? Nein, geniales Game. Kann man da nicht rein? Lilly verbrachte viel Zeit im Beichtstuhl. Nur sie allein wusste, was sie in diesen Stunden vor sich hinmurmelte. Zumindest seit der Beichtvater an Herzversagen gestorben war. Aha. Lilly, du... Sorry, aber ich höre die gar nicht murmeln. Hört ihr was? Was sagt Lilly da drin? Ich höre sie nicht mehr. Oh Gott, sie macht mir Angst. Ah ja. Ich würde sagen, da wir hier gerade bei der wunderschönen Kirchenstelle sind, ist in Edna ja auch diese Kirchenstelle gehabt mit dem Kreuz und mit dem verwerflichen Gotteskack, würde ich jetzt diese Stelle jetzt einblenden. Also viel Spaß in der alten Edna. Ja, spätestens in diesem Raum habe ich dann meine Bedenken gegenüber Pietätslosigkeit dann vollständig abgelegt. Aber wenn der Spieler halt unbedingt, dass ich nicht was, Zickzackschere mit einem Altar benutzen will, dann soll er halt, weiß ich nicht, eine entsprechende Antwort bekommen, schätze ich mal. Wobei ein paar Sachen halt echt grenzwertig waren. Irgendwie, Jesus braucht keine Therapie, er braucht einen Ernährungsberater. Als davon. Aber irgendwo in diesem Raum versteckt sich auch, und das hat mich jetzt tatsächlich überrascht, eine Anspielung auf unser aktuelles DSA-Adventure. Schon zu dieser Zeit. Ich hätte es nicht gedacht. Ich weiß nicht, was das DSA-Adventure sein soll, also frag mich da bitte nicht, googelt es einfach, danke. Nein, ich respektiere fremde Kulturen und ihre rituellen Kultstätten. Ich habe gedacht, es kommt was Witziges, sag mal, wo war es im Ernährungs... Da, da. Das ist ein Altar und kein Mitbringbuffet. Oder war das mit der Bibel direkt? Nee, da gibt's nur... Altar mit dem Kreuz bestimmt, mit dem Kreuz, oder? War's im... Oder war... Wollen wir... Dann lieber nicht. Nein, du bist nicht der Chirurg. Böses Harvey. Nein, ich riss... Okay, war das dann hier? Er sieht hungrig aus. Hä? Wo war das mit was? Kriegen wir noch was? Nicht, dass ich wüsste. Das Christentum zu entrosten wäre eine Lebensaufgabe. Ja gut, die Skrupel sind schon zu merken. Und schon wieder in der Zukunft von Harvest. Neue Augen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß noch nicht, wie viel ich anblende, weil es wie gesagt einiges war. Aber naja.